Wir sind in der Gegend um Comano, am Fuße der Brenta-Dolomiten. Dieses Wasser sprudelt mit 28 Grad Celsius aus seiner Felsquelle, seit Hunderten von Jahren und hunderte Kilometer weit. Normal sind für ein eher mineralarmes Wasser 10 Grad. Hier zwischen Bergen und Burgen entstand aufgrund dieser geologischen Besonderheit einer der bedeutendsten Kurorte des Trentino. Comano Terme. Neben der natürlichen Wärme hält das Heilwasser von Comano Terme eine weitere Besonderheit bereit: einen ungewöhnlich hohen Fluorgehalt. Beides, die Temperatur und das Fluor, hat aus Comano ein modernes Kurbad mit speziell ausgerichteten medizinischen Anwendungen werden lassen. Die Heilquellen von Comano sind als brauchbares Beispiel anzusehen, wie ein Kurort sich im Laufe der Zeit fortentwickeln kann. Dabei können wir zwei Zeitabschnitte ausmachen. Der erste bezieht sich auf die römische Antike, genauer gesagt auf das erste Jahrhundert nach Christus. Denn hier sind Funde und Münzen aus der Römerzeit ans Tageslicht gekommen. Die zweite bedeutungsvolle Phase beginnt zur Zeit des Habsburger Kaiserreichs im frühen 19. Jahrhundert, als das Kurn zum Leben der Belle Epoque gehörte und gerade auch die Heilquellen vom mitteleuropäischen Adel aufgesucht wurden. Auch Comano bietet alles, was einen modernen Kurbetrieb ausmacht. Massagen gehören genauso dazu wie Lymphdrainagen und Anti-Stress-Anwendungen. Daneben aber hat sich Comano auf eine ganz spezielle Geißel der Zivilisation spezialisiert. Eine Krankheit, die auch vor den Jüngsten nicht Halt macht. Der kleine Paolo gehört zu der leider immer größer werdenden Gruppe von Kindern, die unter Neurodermitis leiden. Neurodermitis ist eine schubweise auftretende chronische Entzündungsreaktion der Haut. Eine Heilung der Erkrankung ist durch eine ursächliche Therapie nicht möglich. Paolo hat das Wasser von Comano schon geholfen. Es eignet sich wegen seiner Zusammensetzung besonders gut als begleitende Therapiemaßnahme. In der akuten Phase bringt es eine deutliche Linderung. Und auch in der Langzeit.